Willkommen zurück bei Trine 2. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge endlich die nicht ganz so hexenhafte Frau des Baumhauses getroffen haben, die eigentlich nur ein kleines Ungezieferproblem hat, namentlich Goblins, ja, haben wir uns bereit erklärt, ihr gegen die Goblins zu helfen und sind nun in diesem nicht ganz so einladenden Rosengarten gelandet. Das sieht schon ein bisschen unheimlich aus hier. Also uneinladend. Hier die Spinnweben und alles. Und diese Stacheln überall. Das da oben sieht so aus, als ob es uns auf den Kopf fallen wolle. Oh, das ist ein Wasserfropfen. Der Baum sieht... Der Baum sieht uneinladend aus. Und da haben wir Goblin-Ritter. Ja, und ich nenne die jetzt einfach mal so, weil die... einfach so gut gepanzert aussehen. Ich mag es gar nicht, wie mich dieser Baum angrinst. Nee, nee. Okay, hier müssen wir wieder mit unserem Magier ran. Nee, so klappt das nicht ganz. Das müsste eigentlich so hinkommen. Und da müsste Soja das hier anschießen. Das war leider nicht genug Wasser. So, das ist aber genug Wasser, oder? Ja, genau, das hat gereicht, um den vertrockneten Strauch hier wieder etwas aufblühen zu lassen, dass wir an die Erfahrungsfiolen, wollte ich gerade schon wieder sagen, rankommen. Aber es sind ja keine Fiolen in dem Sinne. Was ist das für eine Blume? Kein Gänseblümchen. Mit diesem Wald stimmt etwas nicht. Ich würde gerne an die Fiole da oben rankommen. Aber so wird das wohl nichts. Da muss uns eine Kiste nachhelfen. Oh, Stufenaufstieg. Mal sehen. Wir haben 2 Punkte und für 2 Punkte könnten wir uns Feuerpfeile kaufen. Was bringt das Schwerkraftreduktionsfeld? Oh, das ist lustig. Da kann die Diebin die Zeit verlangsamen. Also besonders gut gelaunt sieht die Pflanze nicht aus. Können wir ihr was auf den Kopf fallen lassen? Nein, können wir auch nicht. Ich glaube, an der müssen wir einfach vorbei. Wow. Aua. Das war jetzt nicht so geplant. Ich wollte eigentlich... Ach so, da unten ist noch eine Kanone, die schießt. Aua. So, die bitte nicht mehr schießen. Dein Schild ist nervig, so. Ist das da oben euer Ernst?
Also diese Pflanzen sehen jedenfalls nicht gut gelaunt aus und die Goblins sind auch nicht gerade. Hat die Pflanze gerade den eigenen Goblin gefressen? Ich hoffe doch mal. Du da oben, hör auf dich zu nerven. Und ihr hört auf, mir eure Schwerter ins Bein zu rammen. Eure Speere. So, zwei auf einmal. Na komm wieder hoch. Was war das für eine Nummer? Da frisst den Goblin. Gibt's hier unten was? Ja, hier unten scheint's was zu geben. Aber ich sehe nicht gerade nicht, wie man da rankommt. Ach, einfach die Fahne da aus dem Weg räumen. Die Laterne. Okay. Von so einer Pflanze gefressen zu werden, ist instant tot. Das ist ja auch nicht gerade nett. Nein. Hier hoch. Erst einmal. Und dann muss ich irgendwie die Geschosse hier umleiten. Na, nicht ganz so schräg. So ungefähr, oder? Und da wurde er schon wieder gefressen. Ja, und wird schön verdaut. Okay, jetzt ist nur noch unser Magier übrig. Jetzt muss ich vorsichtig sein. So, dann die da oben komme ich nur mit Schwungaktion. Das hat leider nicht so geklappt, wie es gedacht war. Und schon wieder gefressen. Na komm, ich werde das ja doch wohl schaffen, da die Erfahrung reinzukommen. Ohne ständig gefressen zu werden. Was zur Hölle? Nein, nein. Mist. Jetzt aber. Jetzt hat mich nicht mal die Pflanze erwischt. Dafür hat mich das Ding getötet. Arg. Okay, du bitte den Felsen einschlagen. Oder die Wand. So, dankeschön. Und hoch da. Und nichts wie weg von diesem ja, ich würde gerne da durch. Also. Da die beiden würde ich auch gerne irgendwie ran, aber ich glaube nicht, dass das so einfach
geht. Aber zum Glück haben wir einen Magier. Nein, das reicht noch nicht ganz. Der uns einen netten Aufzug bauen kann. Die Würfel hier sind zum Glück nicht so böse wie der Würfel aus Legend of Grimrock, wer mein Let's Play verfolgt hat davon. Ups. Hier müssen wir jetzt wieder mit dem Magier und der Diebin gleichzeitig arbeiten. So, Wasser. Und Blätter, sehr schön. Kriegen wir die beiden Erfahrungsfiolen? Springen hier dauernd gegen die Blätter. Das ist nicht so schön. Komm. Hoch, hoch, hoch. Und lösen hier mit Pontius noch einen Steinschlag aus. Oh, seht euch diese kleinen Lichter an. Hast du noch nie Glühwürmchen gesehen? Die werden vom Licht angezogen. Okay, ich würde gerne noch wissen, ob hier oben noch was ist. Hier ist aber nichts weiter. Können wir die Lampen mitnehmen? Nee, können wir nicht wirklich. Aber die Lampe können wir mitnehmen. Das legt nämlich hier das komische Viech ab. So, hier den Hebel ziehen. Ist da einen Aufzug runter. Während die Pflanze jetzt mit den Dingern da beschäftigt ist, können wir mal kurz gucken, ob hier unten drunter was ist. Nö, ist nichts drunter. Aber wir brauchen diese Kisten hier. Die müssen wir nämlich hier und hier oben festmachen. Damit wir uns als Diebin hier rüber schwingen können. Mir ist nicht gut. Du hättest mehr zu Abend essen sollen als nur einen Apfel. Nein, es ist der Wald. Er ist irgendwie dunkel. Das liegt daran, dass es weit nach Mitternacht ist. Das hier sieht eher aus wie eine Krypta voller Untoter, aber ich glaube kaum, dass wir uns jetzt mit dem Klischee wiederkommen. Das hatten wir doch den ganzen ersten Teil über. Nein, wir kriegen Goblins. Goblins, die sich selber einfrieren. Na komm. Und nochmal. Jetzt hat gerade sein eigener Freund ihn getötet. Selbst schuld. Diese komischen Kanonen sehen lästig aus. Können wir die irgendwie wegdrehen? Ja, wir können sie wegdrehen, aber sie dreht sich immer wieder. Aua. Immer wieder in dieselbe Richtung zurück. Und wir können uns nur damit selber abknallen, merke ich gerade.
Wow. Hier oben ist leider auch nichts. Da runterfallen möchte ich auch nicht unbedingt, deswegen bleiben wir lieber beim Springen. Jetzt müssen wir das hier... Naja, ganz toll, guck mal, wo ich hänge. Müssen wir das hier abpassen. So. Und ja, der Checkpoint eignet sich gut, mal kurz einen Cut zu machen. Bis gleich.